und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind zum Thema. Nach dem Interview mit Schaf- und Weidetierexperte Herrn Wendelin Schmücker folgt eine Aufzeichnung aus dem Jahre 2016. Schon damals schilderte Herr Dr. Lorogard die aussichtslose Lage der Weidetierhalter in Frankreich, welche sich bis heute in keinster Weise geändert hat. Und seine damaligen Aussagen sind heute aktueller denn je. Herr Wendelin Schmücker. Guten Abend. Reden wir nicht um den heißen Brei gleich rum, sondern starten wir gleich mit der ersten Frage. Und die erste Frage unserer Seite wäre, ist eine Koexistenz von Wölfen und Weidetieren möglich? Also der ist in der jetzigen Form überhaupt nicht möglich. Dazu müsste dann sichergestellt werden, dass keine Wölfe da sind. Das wird sich leider nicht realisieren lassen. Also brauchen wir Veränderungen in dem Wolfsmanagement, das wir bis jetzt haben. Das heißt, es muss zu einer Veränderung kommen. Wir müssen zu einer Bestandsregulierung der Wolfspopulation in Deutschland kommen. Okay. Das bedeutet, die nächste wichtige Frage unsererseits ist, ist denn Herdenschutz in Deutschland überhaupt möglich? Der ist nur schwer möglich. Nicht in allen Gegenden kann man ihn so umsetzen, wie man uns glaubhaft machen möchte. Deiche, Almen, die lassen sich eben nicht so einfach schützen mit Zäunen. Da ist ein großer Arbeitsaufwand, große Arbeitsanstrengung möglich, um das durchzuführen. Und auf diesen ganzen Kosten bleiben dann einfach die Weidetierhalter sitzen, so dass wir große Probleme haben, den Wolf praktisch von unseren Herden, weiten Tieren fernzuhalten. Okay, jetzt gibt es ja diese Aussagen, wenn die Weidetierhalter richtig einzäunen würden, wäre das alles kein Problem. Wie finden die Aussage, beziehungsweise wie stehen Sie zu so einer Aussage? Wenn man weiß, wie der Wolf in einem Tierpark eingezäunt ist, hinter 3 Meter hohen Zäunen, und alles, was wir hier in Deutschland im Moment im Bereich der Weidetierhaltung bauen, das ist nur wolfsabweisend und nicht wolfssicher. Ansonsten müsste man überall in der Landschaft Tierparkgehege aufbauen. Das möchte niemand haben. Wir wollen eine Artenvielfalt, wir wollen eine Biodiversität. Und da steht jeder Zaun, steht dieser Artenvielfalt im Wege. Tiere bleiben in diesen Zäunen hängen, können dort sich verfangen. Und so wird hier praktisch für eine Art ganz viele Arten praktisch werden hier geopfert dafür und das kann nicht im Sinne der Artenvielfalt sein. Ja. Die nächste Standardaussage ist doch immer, wenn das mit dem Zaun nicht so optimal klappt, dann setzen Sie doch einfach Herdenschutzhunde ein. Also das ist natürlich auch eine Aussage, wenn es mit den Zäunen nicht geht, dann nehmen Sie doch Herdenschutzhunde. Und dann müssen wir uns einfach nur mal in unseren Nachbarländern umsehen. Und dann müssen wir einfach nur nach Frankreich schauen. Frankreich hat eine Wiederbesiedlung mit Wölfen bereits seit 1993. Frankreich ist uns also viele Jahre voraus. Und in Frankreich gelten alle Herdenschutzmaßnahmen. Der Einsatz von Nachtpferchen mit 3 Meter Höhe, mit Herdenschutzhunden, stellenweise sogar die nächtliche Bewachung. Dennoch werden Weidetiere regelmäßig gerissen. Mehr als 10.000 Tiere im Jahr. Neben Schafen sind dies auch Rinder, Esel und Pferde. Also können wir doch sehen, dass der Herdenschutz nur ein Mythos ist, egal was man da tut und was man da macht. Das alles wird uns nicht weiterhelfen. Frankreich ist schon jetzt dazu übergegangen, den günstigsten Erhaltungszustand eben auszurufen, wie Schweden auch.
und führt hier eben eine Bestandsregulierung im Bereich der Wölfe vor. Frankreich hat eben gesagt, wir wollen nicht mehr als 500 Wölfe oder wollen 500 Wölfe. Und alles, was darüber hinausgeht, hat Frankreich sozusagen 10 bis 17% des Wolfsbestandes zum Abschuss freigegeben, ohne dass es der Population schadet, aber eben um der Weidetierhaltung zu helfen. Und wir in Deutschland müssen auch dazu kommen, hier in Deutschland den günstigsten Erhaltungszustand zu definieren, zu einer Bestandsregulierung zu kommen, über das bewährte Reviersystem, was wir haben, über unsere Jagdausübungsberechtigten. Und auch wir hier müssen ein Bestandsmanagement bei den Wölfen durchführen. Ansonsten wird es in absehbarer Zeit keine Wertweidetierhaltung mehr in Deutschland geben. Gut, nun, ich habe vor ein paar Wochen habe ich mit einem Herdenschutzhundezüchter ein langes Gespräch gehabt und er sagt, gut sozialisierte bzw. gut trainierte, gut erzogene Hunde sind auch kein Problem, weil man immer wieder sagt, die Herdenschutzhunde können wir nicht einsetzen, die kläffen, die bellen, die greifen die Menschen an. Und dieser Herdenschutzhundezüchter hat mir am Telefon erklärt, das ist alles kein Thema. Ich habe ihn dann später gefragt, was kosten denn bei Ihnen so die Hunde? Und dann hat er mir erklärt, die liegen so um die 5000 Euro. Und das ist natürlich ein kräftiger Preis. Könnte das sein, dass diese Thematik Herdenschutzhund vielleicht auch ein Wirtschaftsfaktor ist? Sicherlich ist der gesamte Bereich des Wolfes ein Wirtschaftsfaktor. Und dazu gehört sicherlich auch der Verkauf von Herdenschutzhunden. Auch nicht jeder Herdenschutzhund, der geboren wird, eignet sich zum Herdenschutzhund. Dazu muss es Auswahlkriterien geben, denn Herdenschutzhund, der praktisch nicht hinter seinem Zaun bleibt, den kann man gar nicht einsetzen. Und außerdem gibt es ganz viele Bereiche, in denen es schon zu Konflikte mit Herdenschutzhunden und Menschen gegeben hat. Und es hat auch schon Anzeigen gegeben gegen Schafhalter hier, die Herdenschutzhunde eingesetzt haben, weil diese dementsprechend von den Herdenschutzhunden sich bedroht gefühlt haben. Und dazu wurde in Sachsen-Anhalt auch ein Schäfer verklagt, der dann ganz schnell mal eine Geldstrafe von 278 Euro bezahlen musste. Und so etwas kann nicht Sinn der Sache sein. Außerdem können sich nicht alle Schafhalter Herdenschutzhunde leisten, weil die Hunde kosten ja zwar nur 5.000 Euro in der Anschaffung, die man dann teilweise auch von den einzelnen Bundesländern komplett zu 100% finanziert bekommt. Aber das ist ja nicht das Problem der Haltung von Herdenschutzhunden, sondern es sind nachher die Unterhaltskosten. Und ein Herdenschutzhund in der Unterhaltung kostet eben bis zu 2.500 Euro. Und stellen Sie sich mal vor, wir haben eine große Schäferei mit über 1000 Mutterschafen und diese 1000 Mutterschafe stehen eben verteilt auf 10 Standorte. Dann brauche ich pro Standort eben 2 Herdenschutzhunde, weil es sonst nicht funktioniert. Und dann hat plötzlich ein Betrieb 20 Herdenschutzhunde und wir haben eben mitbekommen, dass ein Herdenschutzhund 2500 Euro in der Unterhaltung kostet. Das heißt, 10 kosten 25.000. Und nach oben geht es dann bis auf bei 20 auf 50.000 Euro. Das kann man vielleicht, wenn man mehrere Hunde hält, kann man vielleicht Hundefutter im größeren Stil einkaufen, dass es dann etwas billiger wird. Aber ich brauche auch noch eine zusätzliche Arbeitskraft, um die Betreuung dieser Herdenschutzhunde dann auch so zu gewährleisten. Und ein Herdenschutzhund kann eigentlich auch nicht 24 Stunden durcharbeiten. Also wenn er 24 Stunden komplett bei seiner Herde ist, ein Mensch arbeitet auch 8 Stunden und muss dann getauscht werden. Und so muss man auch Herdenschutzhunde nachher durchtauschen, dass man viel mehr vorhalten muss, als man eigentlich braucht. Und deswegen ist es ein enormer Kostenfaktor, den sich nicht jeder Wanderschäfer oder jede Schäferei leisten kann. Denn wir haben ja praktisch in der Schafhaltung einen sehr geringen Stundenlohn. Der beläuft sich ja nur zwischen 5 Euro und 6,20 Euro die Stunde, kommt ganz auf die Region an, in der wir uns bewegen. Und so arbeitet Schafhaltung eigentlich unter dem Mindestlohn und soll dann noch aus diesem Niedriglohn dann die Kosten des Herdenschutzes denken. Völlig undenkbar.
Ja, das ist, wenn Sie die Rechnung so aufmachen, ja. Jetzt, wenn wir gerade beim Wirtschaftsfaktor sind, wie gesagt, auch die Kleinen, so wenn die dann so 10, 15 doch Schafe haben, für die ist natürlich so ein Hund nicht möglich. Haben Sie eine Ahnung, ob in Deutschland schon Schäfer, Kleinschäfer, Großschäfer, wie auch immer, aufgegeben haben, weil sie einfach sagen, das tue ich mir nicht mehr an? Ich kenne einige Betriebe, die aufgehört haben mit der Schafhaltung, aufgrund, dass sie Übergriffe von Wölfen gehabt haben und gesagt haben, das tun sie sich auf einen längeren Zeitraum jetzt nicht mehr an. Und es hat schon viele Betriebe gegeben, eben, die jetzt einfach nicht mehr da sind. Und es kann man dann schon an den Schafzahlen auch sehen. Wir haben rückläufige Zahlen in Deutschland. Von 2010 bis 2020 ist der Schafbestand um 42% zurückgegangen. Das liegt aber nicht alleine nur mit dem Wolf, denn das ist nur teilweise bedingt, dass der Wolf damit reinspielt. Okay, jetzt kriegen wir immer öfters über die Presse solche Meldungen wie die Risszahlen sind rückläufig, der Herdenschutz greift jetzt endlich. Wie stehen Sie zu so einer Aussage? Wir hier in Niedersachsen müssen gerade das Gegenteil verzeichnen. Wir haben einen Anstieg der Risszahlen. Alleine jetzt im Jahre 2020 sind schon 500 Weidetiere von Wölfen gerissen. Das heißt, wir haben praktisch drei Weidetiere jetzt schon am Tag durch den Wolf verloren. Und es wird auch bei weitem nicht mehr überall alles gemeldet, weil die Weidetierhalter bekommen ja nur dann eine Entschädigung, wenn sie gewisse Grundstandards erfüllen. In Niedersachsen wären das ein 90 cm hoher Elektrozaun oder ein 1,20 m hoher Festzaun, damit dann auch die Entschädigungen bezahlt werden. Und wenn man sich die Entschädigungszahlungen anguckt, haben wir jetzt in Deutschland schon über 1 Million Euro für Entschädigungszahlungen ausgegeben, für Weidetiere, und alles das wurde nur bezahlt, wenn Weidetiere hinter einem Grundschutz gewesen sind. Also kann man sagen, dass das, was im Moment gemacht worden ist, nicht dazu führt, dass es zu weniger Übergriffen kommt. Und alleine 2018 sind 1.656 tote Schafe von Wölfen da gewesen. Und das ist praktisch eine Verdopplung gegenüber den anderen Jahren. Und das können wir so nicht mehr hinnehmen. Also wir müssen jetzt wirklich zu einem aktiven Wolfsmanagement kommen, einer Bestandsregulierung. Also gut, wir halten selber 40 Schafe und wir haben die massive Vermutung oder Befürchtung, dass wenn wir jetzt irgendwann morgens auf die Weide kommen, wir haben 5 Litzen, wir haben 4000 Volt, wir haben 8 Joule auf der Leitung. Trotz allem ist es für uns mit Sicherheit eine ganz, ganz böse. Entschuldigung, eine ganz, ganz böse emotionale Erfahrung, wenn man morgens auf die Weide kommt und sieht diese Tiere teilweise noch halb lebend da rumliegen. Haben Sie solche Erfahrungen auch schon gemacht? Ich selbst habe leider diese Erfahrung auch schon zweimal mitmachen müssen, im Jahre 2018, einmal im Mai und Oktober. Und das hat beim ersten Mal gleich so doll reingehauen, dass einem praktisch der Schauer kalt über den Rücken gelaufen ist, als ich morgen zur Schafweide gekommen bin. Dort an der Stelle waren gerade mal 100 Mutterschafe gewesen. Und von diesen 100 Mutterschafen waren drei sofort an Ort und Stelle tot, aber die restlichen über 17 Tiere waren so schwer verletzt, dass die alle eingeschläfert werden mussten, weil eine tierärztliche Behandlung nicht dazu zum Erfolg geführt hätte, dass diese Tiere wieder genesen sind. So sind gleich von einer Herde 20% der Tiere
getötet worden. Und das ist dann schon ein herber Verlust, weil diese Schafe waren im Durchschnitt nur 3 Jahre alt und die hätten noch dreimal auch Lämmer bringen können. Und so habe ich hier dementsprechend auch für die Folgejahre wirtschaftliche Verluste. Beim zweiten Mal ist der Übergriff etwas glimpflicher abgegangen. Da sind nur 4 Tiere dem Wolf zum Opfer gefallen und es waren noch mehrere schwer verletzt. Aber in allem und allem möchte ich das nicht wieder erleben, denn das ist kein schöner Anblick. Und es ist ja so, man muss die Tiere dann über eine größere Fläche wieder zusammensuchen, weil die Tiere bleiben nicht an Ort und Stelle. Man stelle sich mal vor, wir in unserer hochdicht besiedelten Landschaft, die Tiere laufen dann auf Autobahnen, auf Straßen, auf Schienenwege und das kann dann noch zu ganz anderen Folgen führen, über die sich viele Leute auch keine Gedanken machen, wenn Weidetiere dann unterwegs sind. Ja gut, wir haben ja auch Bilder, die blenden wir jetzt gerade eben auch ein, wo des Nächtens Wölfe, sage ich schon, Schafe ausgebrochen sind, weil Wölfe in die Umzäunung eingedrungen sind und die haben zu einem Verkehrsunfall geführt. Da wurde der Golffahrer auch recht schwer verletzt. Also wie gesagt, das sind dann, denke ich, so Gefahren, die man im ersten Moment vielleicht nicht so ganz gerade auf dem Schirm hat, wenn man über das Thema redet. Jetzt abschließend hätte ich noch eine Frage und zwar, was halten Sie von den Menschen, die vermeintlich nachweisen wollen, dass sie nicht vernünftig gezäunt haben, also gezäunt haben, die dann die Stromspannung messen und so weiter und das dann in den sozialen Medien veröffentlichen und einfach die Leute dann, weiß ich, bloßstellen oder ja, wie nennen Sie sowas? Ja, hier wird eben Denunziantentum betrieben. Es wird den Leuten suggeriert, dass die Weidetierhalter, speziell Schäfer, praktisch zu blöd seien, um Wolfszäune zu bauen. Hier geht es aber darum, es gibt keinen wolfssicheren Zaun, außer den Wolf, der in einem Tierparkgehege in diesem hohen Zaun ist. Und alles andere, was wir hier in der Landschaft bauen, das sind nur wolfsabweisende Zäune. Und wir haben ein so unterschiedliches Landschaftsbild in diesem Land, dass wir nicht jeden Zaun eins zu eins in jede Landschaft überführen können. Und das müssen sich die Menschen auch vor Augen führen, dass ein Wolf nicht nur unter den Zaun und da durchgeht, nein, ein Wolf springt auch über den Zaun. Und der kann über 1,60 Meter hohe Zäune auch springen. Und der kommt auch über einen 2 Meter hohen Zaun. Das alles hat es bei uns in diesem Land schon gegeben. Und damit will man eigentlich die Leute ruhig stellen, dass sie bloß nichts mehr sagen, dass sie bloß leise bleiben. Aber für uns ist es wichtig, dass eben jeder Riss gemeldet wird, damit wir hier eine verlässliche Datengrundlage haben, dass es eben belegbar ist, dass es eine Zunahme von Wolfsrissen gibt mit Anstieg der Wolfspopulation. Wir haben über 1.500 Wölfe in Deutschland und werden in 2 Jahren 3.000 Wölfe haben. Und dann ist eine Weidetierhaltung fast undenkbar in den Regionen, wo es jetzt schon stark zu Konflikten kommt. Und in Sachsen ist die Schafhaltung schon praktisch so weit reduziert worden, dass das schon nicht mehr für die Artenvielfalt gut ist. Und wir wollen ja die Weidetierhaltung. Wir wollen, dass es gesunde Tiere, dass es Tiere draußen gibt. Und damit ist der Wolf ein ganz großer Widerspruch. Und das ist aus unserer Sicht nicht mehr vertretbar. Okay, das heißt, wie sehen Sie die Prognose für die Zukunft? Es muss hier schnell zu einem Umdenken von seitens der Gesellschaft und der Politik kommen, damit wir eine Weidetierhaltung auch noch in den nächsten 10 Jahren in dieser Form, in der wir sie jetzt haben. Und dazu müssen wir den günstigsten Erhaltungszustand einfach festlegen. Wir müssen zu einer Bejagung des Wolfsbestandes kommen, damit Weidetierhaltung in diesem Land eine Zukunft hat.
Und der günstigste Haltungszustand ist einfach nur 250 Tiere hier zu halten. Und alles andere, was darüber hinaus geht, muss konsequent entnommen werden. Gut. Ja, dann wäre es das jetzt fürs erste Mal gewesen. Ich bedanke mich ganz vielmals für Ihre Ausführungen. Ich denke, auch hier sind wieder Informationen geflossen, die unsere Zuschauer so auch nicht kennen. Und wir hoffen, dass in der Bevölkerung vielleicht dann wirklich ein Umdenken einsetzt und man die entsprechenden Konsequenzen zieht. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Wendelin Schmücker, und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören. Vielen Dank, Herr Braun, auch Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. Für das Dossier Wolf hatten wir als Experten für die Tierhaltung mit Weidewirtschaft ein Mandat des Umweltministeriums bei der Nationalen Wolfskommission. Und in dieser Eigenschaft sind wir Ansprechpartner der Öffentlichkeit. Wir sind bei den Tierhaltern sehr präsent und so etwas wie ein Transmissionsriemen, um die Schwierigkeiten aufzuzeigen und die Herdenschutzmaßnahmen zu begleiten. Ich glaube, dass es da wichtig ist zu sagen, dass alle Tierhalter gegen den Wolf sind. Das ist klar und deutlich, aber sie sind pragmatische Leute. Das ist ihr Arbeitswerkzeug, das ist ihr Leben, ihr Beruf, das ist ihre Leidenschaft. Also haben sie nach und nach mit der Vermehrung der Wölfe engagiert Herdenschutzmaßnahmen ergriffen. Ich möchte Folgendes sagen, nämlich, dass die Tierhalter da mitgemacht haben. Das ist wichtig. Sie haben ihre Aufgaben gemacht. Wir haben an den Herdenschutzmaßnahmen gearbeitet. Was sind die Herdenschutzmaßnahmen? Herdenschutzhunde, elektrifizierte Zäune, Nachtpferche, viel mehr Arbeitseinsätze und viel mehr Handarbeit, um die Herden zu bewachen. Das sind die Grundelemente des Herdenschutzes, die mehr oder weniger gut funktionieren. Darauf kommen wir noch zurück. Da gibt es viele, mehr oder weniger unzuverlässige, fantastische Dinge, technische Spielereien. Viele Leute möchten, dass man das übernimmt. Das sind flatternde, farbige Bänder und andere angstmachende Mittel. Aber der Wolf ist ein sehr schlaues Tier und das funktioniert so lange, wie es funktioniert. Vielleicht ein paar Tage und dann sagt man, ja, stellen Sie ein Esel und ein Lama in die Herde. Naja, dann wird es langsam folkloristisch. Nein, der Herdenschutz ist ein ernstes und seriöses Thema. Das ist nicht ein Thema, das man behandelt und indem man technische Gadgets installiert, um Freude zu machen. Wird der Wolf es lernen, die Hürden zu umgehen, die man zwischen ihm und den Herden aufbaut, und so trotzdem an seine Beute kommt? Da ist es so wie mit dem famosen Experiment der Laborratten im Labyrinth. Wenn der Käse am Ende des Labyrinths ist, vergrößert man die Hindernisse und Barrieren. Und was macht man da eigentlich? Man trainiert die Ratte, immer intelligenter zu werden, um zu lernen, die Hindernisse zu umgehen und die Belohnung zu erreichen. Und genau das macht man jetzt mit dem Wolf. Die Belohnung ist das Schaf, die Zäune und die Hunde sind die Hindernisse. Das Risiko war gleich null. Und man hat dem Wolf während Jahren beigebracht, die Hindernisse zu umgehen, um an die Belohnung zu gelangen. Und das ist gravierend, weil man eine Art biologisches Monster kreiert hat, welches nichts mehr mit einem Wolf zu tun hat, der in der Wildnis lebt und der über Risiken lernen müsste, durch das Gewehr, durch Gewehrfeuer lernen müsste, sich nicht den Aktivitäten der Menschen zu nähern. Die Idee eines wilden Wolfes, der natürlicherweise Gämse und andere jagen würde und sich natürlicherweise nicht den Aktivitäten des Menschen nähern würde, ist eine Idee, die es nirgends auf dem Planeten gibt. Man spielt den Zauberlehrling, man verteilt überall Wölfe, obwohl man nicht weiß, was den Tierhaltern vorzuschlagen ist. Das ist zentral an diesem Dossier.
Weil da spielt man in sehr großem Stil den Zauberlehrling. In sehr großem Stil. Man spürt es bei den Tierhaltern, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll. Und sie erwarten auch eine Antwort von ihnen. Die Antwort unsererseits ist, nehmt Gewehre und erschießt die Wölfe. Wir sind am Ende des Endes am Ende. Die Tierhalter sind am Ende. Auch wir sind mit diesem Dossier am Ende. Das ist klar. Emotional, gefühlsmäßig, psychologisch, technisch, sozial, menschlich, jedermann ist am Ende. Europa erzwingt eine Überproduktion des Wolfes mit der Berner Konvention, aber vor allem über die Fauna-Habitat-Direktiven, welche für die Tierhalter zwingend sind und für die Mitgliedsländer der Konvention. Man muss sehen, dass die meisten Länder, die tatsächlich Wölfe bei sich hatten, wie Spanien und wie ein großer Teil der osteuropäischen Länder, das sind Länder, die den Wolf aus der Liste der zu schützenden Tiere in der Berner Konvention herausgenommen haben. Diese Länder machen, was sie wollen mit dem Wolf. In Spanien werden in der Zone, wo der Schutz des Wolfes ausgeschlossen wurde, ganz legal 200 Wölfe gejagt. In der Slowakei, die gleich disponiert hat, werden jährlich legal 150 Wölfe geschossen. Dies, weil das Länder sind, die den Wolfsbestand regulieren, weil sie sich sorgen, weil sie wussten, was ein Wolf ist. Sie haben dazu Sorge getragen, den Wolf als geschützte Art auszuschließen, weil sie ihre Tierhaltung erhalten wollen. In Italien ist es anders. Sie haben im Gegenteil den totalen Schutz des Wolfes gewählt. Die ganze Politik des europäischen Schutzes des Wolfes kommt von Italien zu uns. Dem muss man vielleicht hinzufügen, dass in Italien das Verhältnis zum Gesetz vielleicht nicht ganz das gleiche ist wie in Frankreich. Da werden Wölfe intensiv gewildert. Eine andere Art der Regulierung. Mit der rechten Hand schützt man den Wolf und mit der linken Hand lässt man machen und wildert viel. Darum beschäftigt sie das nicht so stark. Wir hier in Frankreich, wie in Schweden, wir waren, was man einen naiven Staat nennt. Ein naiver Staat ist ein Staat, welcher keine Wölfe hatte, als die Berner Konvention und die Fauna-Habitat-Direktiven unterschrieben wurden. Also hatte man den Wolf damals integral geschützt, zu diesem Zeitpunkt quasi als virtuelle Übung. An dem Tag, als der Wolf zurückkam, waren wir an den europäischen Text gebunden, der uns von da an die Regulation des Wolfes verbot und die einzelnen Abschüsse nur ausnahmsweise zulässt. Und unter der Bedingung, dass alle anderen Maßnahmen vorgehend getroffen werden. Daher muss man eines verstehen. Die Diskussion über den Wolf, die jeder europäischen Aktion für den Wolf zugrunde liegt und die die Vereinigungen zum Schutz des Wolfes uns aufzwingen wollen, basiert auf einer Serie von Lügen. Auf Lügen, die auf viele Themen sich organisieren. Fabrizierte Lügen, die nach Bedarf eingesetzt werden. Die Lüge der streunenden Hunde. Das ist nicht die Schuld der Wölfe, das sind die streunenden Hunde. Der Wolf sei nur ein Sündenbock. Deshalb, wenn das wahr ist, wieso mussten die Herden dann erst beim Eintreffen des Wolfes geschützt werden? Darum ist das Thema der streunenden Hunde ein Beispiel des Lügens, des Ablenkens, um den Wolf mit allen Mitteln aufzuzwängen. Das ist aber nicht die einzige Lüge. Das Thema der Tierhalter aus anderen Ländern, wo es bestens mit dem Wolf geht, und dass darum die Tierhalter aus den Ländern, wo es nicht gut geht, schlechte Tierhalter seien, das ist eine volle Lüge. Dieses Thema hatte man in Italien bei den Tierhaltern aus Norditalien getestet. Man sagte ihnen, aber warum geht das mit dem Wolf nicht, wo es in den Abruzzen doch gut geht? Einmal in Italien getestet, wurde diese Vorgehensweise auf Frankreich übertragen. Dann sagte man den französischen Tierhaltern, ja, wie kommt es, dass es bei euch nicht gut geht, wo es in Italien doch gut geht? Als der Wolf einmal in Frankreich etabliert war, wo alles sehr schlecht geht, wurde die Lüge in die Schweiz und nach Norwegen weitergeleitet. Sie sagen den Schweizer Tierhaltern, so wie sie es den norwegischen Tierhaltern sagen,
Warum wollt ihr den Wolf nicht? Warum schafft ihr das nicht, wo es doch in Italien und Frankreich sehr gut geht? Etc. Man muss diesen Mechanismus und der Aufbau eines Diskurses verstehen, der rein ideologisch ist. Es muss eine veritable Regulation des Wolfes stattfinden, wie in den meisten Ländern Europas, wie in Spanien, in Schweden etc. Die Wölfe schießen trotz den europäischen Reglementierungen, wie Norwegen, wie die Schweiz, wie die USA, in der Hoffnung, aus dem Wolf wieder ein wildes Tier zu machen. In der Hoffnung, dass es nicht zu spät ist. In der Hoffnung, dass wir wieder die Oberhand gewinnen. In der Hoffnung, Art und Weisen wiederzufinden, die Tierhaltung zu schützen mit Wölfen, die sich nicht annähern. Was man dazu sagen kann, ist sehr einfach. Die Schäferei, die graslandbasierte Weidewirtschaft, die Freilandtierhaltung in natürlichem Umfeld, Tierhaltung mit Lämmern, die man gerne isst, Tierhaltung, die Käse macht, den man gerne isst, das sind die besten Tiere, das sind die besten Käse. Diese Tierhaltung ist schrecklich dem Wolf ausgesetzt. Sie wird verloren gehen. Was wird bleiben? Es bleiben Horsoltiere, die in Ställen gehalten werden, die man mit Kraftfutter ernährt und industrielle Produkte werden. Die 1000 Kühe in der Picardie, die berühmte 1000 Kühe-Farm. Und mit dem Wolf ist es gleich, da geht es in die gleiche Richtung. Man ist dabei, eine natürliche Tierhaltung durch eine industrielle zu ersetzen, sowohl beim Wolf als auch bei den Nutztieren. Und der Wolf, der ein ökologischer Vorwand ist, in Wirklichkeit wird uns das zu einer eindeutig industriellen Tierhaltung führen. Betrachtung müssten die hier dargestellten Fakten jetzt eigentlich jeder Mann, Frau klar aufzeigen, dass die Weidetierhaltung extrem Gefahr läuft zu verschwinden. Wollen wir das wirklich? Mit dieser Frage möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Gerne können Sie uns einen Kommentar hinterlassen oder noch besser, Sie rufen mich an und teilen mir bzw. uns und unseren Zuschauern Ihre Sicht der Dinge mit. Wenn Sie uns abonnieren, verpassen Sie auch keine unserer nächsten hochaktuellen Videos. Als dann, bis demnächst!